Diese Maßnahme erinnert an Säuberungsaktionen von Diktaturen. Polizisten, Soldaten, Beamte können ihren Beruf verlieren, wenn sie die falsche Partei, in diesem Fall die AfD, unterstützen. So ein Grundsatzurteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Hochwaffenbesitzer können ihre Waffenbesitzkarte und ihre Waffen verlieren. Ist das legitim oder kann man hier schon von politischer Verfolgung sprechen? Wenn das Parteibuch einer demokratischen Partei verhängnisvoll sein kann, dann müssen wir genauer hinschauen. Moin, ich bin David. Schön, dass du da bist. Wir legen los. Und dafür habe ich uns einen Apollo-News-Artikel vorbereitet. Grundsatzurteil: Verwaltungsgericht Düsseldorf. AfD-Mitglieder dürfen keine Waffen besitzen. Urteile von grundsätzlicher Bedeutung. Mitglieder von Parteien, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurden, gelten als waffenrechtlich unzuverlässig und dürfen keine Waffen besitzen. Auch wenn die Partei nicht verboten ist. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf in zwei miteinander zusammenhängenden Urteilen am Montag entschieden. In den Verfahren ging es um zwei Mitglieder der Alternative für Deutschland. Also, da muss ich wirklich sagen, ich empfinde das als absolut erschreckend. Wenn zwei Waffenbesitzer, die wirklich, um in Deutschland Waffen besitzen zu dürfen, wird man so durchleuchtet, man darf absolut nichts auf dem Kerbholz haben. Also wenn diese Musterbürger, die sich nie etwas zu Schulden haben kommen lassen, ihre Waffen abgeben müssen, weil sie Mitglieder einer Oppositionspartei sind, die demokratisch legitimiert, die nicht verboten ist, wenn diese Menschen ihre Waffen abgeben müssen, weil sie waffenrechtlich nicht zuverlässig sind aufgrund ihrer politischen Meinung, dann finde ich das mehr als bedenklich. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Diese Partei ist, wie das Gericht auch selbst gesagt hat, nicht verboten. Sie wird nur vom Verfassungsschutz beobachtet. Und hier ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, der hervorzuheben ist. Denn der Verfassungsschutz ist keine neutrale Behörde, die über unserer Verfassung wacht. Nein, es ist eine absolut weisungsgebundene Behörde, die Frau Nancy Faeser untersteht und das tut, was die Politik, was die aktuelle Regierung will, was die Regierung entscheidet. Da wird ein Herr Haldenwang eingesetzt und selbst dieser sagt in einer Pressekonferenz, dass er nicht allein dafür verantwortlich ist, die Alternative für Deutschland klein zu halten. Das heißt, er hat den Auftrag von der aktuellen Regierung, die AfD klein zu halten. Und so lassen sich wirklich die Maßnahmen des Verfassungsschutzes erklären. Und es kann nicht sein, dass die Oppositionspartei vom Verfassungsschutz klein gehalten wird und dass dadurch Menschen ihre Waffenbesitzkarten und ihre Waffen verlieren. Und ich muss hier auch ganz persönlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass es das Recht eines rechtschaffenden Bürgers ist, eine Waffe zu besitzen. Es ist wirklich sein gutes Recht, wenn er gesundheitlich und mental in der Lage ist, damit umzugehen, wenn er nachweisen kann, dass er gelernt hat, mit Waffen umzugehen und wenn er sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, dann hat der Staat ihm das Recht zu geben. Nein, eigentlich hat er dann das Recht, eine Waffe zu haben. Ich sehe das so. Wenn du das anders siehst, schreib es in die Kommentare. Was denkst du über Waffenbesitz in privater Hand? Aber schauen wir uns jetzt den Artikel weiter an. Zur Begründung heißt es in der Pressemitteilung des Gerichtes, dass die bloße Mitgliedschaft in einer solchen Partei nach den geltenden strengen Maßstäben des Waffenrechts regelmäßig zu Vermutung der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit führt. Das gilt auch für die zwei AfD-Mitglieder, die geklagt hatten, weil die Bundespartei der AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft sei. So, ja, das stimmt. Die geltenden strengen Maßstäbe sind wirklich sehr streng und die Politik setzt alles daran, das Ganze noch strenger auszulegen und vor allen Dingen auch die Ämter sind da bestrebt, so viel Härte dort reinzubringen, wie sie es machen können, um den Waffenbesitz so stark wie möglich einzuschränken. Und was ich hier wirklich ärgerlich finde, ist, dass das Gericht davon spricht, dass die bloße Mitgliedschaft der Person in einer Partei schon ausreichend ist, um sie als waffenrechtlich unzuverlässig abzustempeln. Und das ist etwas, das kann ich, das will ich und das werde ich auch nicht akzeptieren. Denn es ist doch so,
Es soll der Mensch betrachtet werden. Und wenn der Mensch Mitglied einer demokratischen Partei ist, die nicht verboten ist, und wenn er sich nie was hat zu Schulden kommen lassen, dann hat das Gericht, dann hat der Staat dort auch keine Handhabe, ihm etwas zu verbieten. Aber nein, das ist dem Staat, das ist dem Gericht vollkommen egal. Und da könnte ich aus der Haut fahren. Wirklich, das kann echt nicht sein. Seien wir mal ehrlich. Wenn es sich hierbei um rechtschaffende Bürger handelt, die sich an Recht und Gesetz halten, dann dürfen diese Menschen nicht bestraft werden. Dann läuft etwas falsch in unserem Deutschland. Und wenn diese rechtschaffenden Bürger dann tatsächlich bestraft werden, dann kann man hier schon fast von einer politischen Verfolgung sprechen. So sehe ich das zumindest. Und das kann wirklich nicht sein, dass wir in unserer Demokratie Menschen haben, die politisch verfolgt werden aufgrund eines Parteibuches. Aber schauen wir uns den Artikel weiter an. Das Parteienprivileg aus Artikel 21 Grundgesetz werde laut dem Verwaltungsgericht durch diese strenge Auslegung des Waffenrechts nicht verletzt. Die waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt nämlich personenbezogen. Also, das verstehe ich nicht. Also erfolgt das Ganze jetzt dann doch personenbezogen anhand der Sachen, die diese Personen machen, an Verstößen, die sie begehen oder eben nicht begehen? Oder wird da über den Kamm geschoren und gesagt, da ist einer Mitglied der Alternative für Deutschland und eine weisungsgebundene Behörde, namentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz, beobachtet diese Partei und deswegen wird ihm die Waffenbesitzkarte entzogen. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Ich empfinde das nicht als personenbezogen. Denn personenbezogen wäre, dass Bürger XYZ Folgendes gemacht hat und aufgrund dieser Vergehen werden wir ihm jetzt die Waffenbesitzkarte und seine Waffen entziehen. Wenn aber das Vergehen einfach nur ein falsches Parteibuch ist, dann finde ich das nicht richtig. Aber weiter im Text. Auch schwerwiegende Konsequenzen für Soldaten sowie Polizisten und andere Beamten seien zulässig, schreibt das Gericht unter Berufung auf vorangegangene Urteile. Parteienrechte seien nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts auch dann nicht verletzt, wenn Beamte oder Soldaten bei der Unterstützung einer nicht verbotenen, aber verfassungsfeindlichen Partei mit Nachteilen bis hin zur Entlassung aus dem Dienst belegt werden. Also das finde ich wirklich unglaublich, ganz ehrlich. Da werden die Parteirechte nicht verletzt, wenn Beamte, Soldaten und Polizisten wegen einer Unterstützung, wegen einer bloßen Unterstützung einer nicht verbotenen, aber verfassungsfeindlichen Partei mit Nachteilen bis hin zur Entlassung aus dem Dienst belegt werden. Ich finde es wirklich erschreckend. Und vor allen Dingen wegen Unterstützung einer Partei. Das heißt, dabei sein ist alles. Man muss nicht einmal ein Mitglied sein und kann seinen Job verlieren. Das kann doch unmöglich rechtsstaatlich sein. Und was heißt es hier, wenn sie eine nicht verbotene, aber verfassungsfeindliche Partei unterstützen? Also ganz ehrlich, die AfD ist nur alles, aber nicht eine verfassungsfeindliche Partei, oder? Wäre sie in der Tat verfassungsfeindlich, dann wäre sie längst verboten. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Das Einzige, was wir hier haben, ist eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, der weisungsgebunden ist, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Und da kann es doch nicht sein, dass eine so große Personengruppe mit beruflichen Nachteilen zu kämpfen hat. Sie können gefeuert werden, aber nicht nur. Es können ja auch softere Nachteile geltend gemacht werden, wie zum Beispiel ein Beförderungsverbot für einen Menschen mit dem falschen Parteibuch. Also sowas, das kenne ich von Diktaturen, aber nicht von Demokratien. Das kann wirklich nicht sein. Und was wirklich erschreckend ist, es handelt sich hierbei um eine wirklich gewaltige Personengruppe, die mit diesen Nachteilen belegt werden kann. Schauen wir uns das einmal an. Ich habe spaßeshalber ChatGPT gefragt, wie viele Polizeibeamte, wie viele Soldaten und Beamte an sich es in Deutschland gibt. Und hier sehen wir 278.000 Polizeibeamte. Die Bundeswehr zählt derzeit 180.517 aktive Soldaten. Zusätzlich sind etwa 1,9 Millionen Beamte im öffentlichen Dienst beschäftigt. Und dann
kann man das Ganze ja noch weiterspinnen und auch auf den öffentlichen Dienst ausweiten. Und in Deutschland arbeiten insgesamt 5,2 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst. Das bedeutet, wir reden hier von Millionen von Menschen, die mit Nachteilen belegt werden können, wenn sie ihre Unterstützung für eine Oppositionspartei kundtun. Merkt ihr, wie gefährlich sowas ist? Also ich bin fassungslos. Wenn ich so etwas lese, bin ich absolut fassungslos. Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Demokratie ist in Gefahr. Aber sie wird in Gefahr gebracht von selbsternannten Eliten, von selbsternannten wahren Demokraten. Das ist brandgefährlich und wir müssen wirklich die Augen öffnen. Und alle anderen Menschen, die wirklich noch mit geschlossenen Augen durchs Leben wandeln, müssen wir ansprechen. Wir müssen ihnen die Augen öffnen. Wir müssen ihnen zeigen, was in unserem Land verkehrt läuft, bevor es endgültig zu spät ist. Deswegen, das ist deine Aufgabe. Sei nie leise, immer laut und freundlich bleiben. Jetzt solltest du dir auf jeden Fall dieses Video hier ansehen. Hier siehst du wieder einmal, was die wahren Demokraten alles veranstalten, um der Alternative für Deutschland Schaden zuzufügen.